Herzlich willkommen bei der Sendung Klassik Sternchen und Co. Ich bin Natalia Lyubimova und begrüße ganz herzlich im Studio unsere jungen Talente Ilja Liki, Inan Yuen und Jonathan Hosenfratz. Hallo Kinder, also herzlich willkommen bei uns im Studio. Fühlt ihr sich wohl? Ja. Ja, super. Also, wir wissen, dass Ilja war schon als Gast vor einem Jahr bei uns. Deswegen, Inan, du beginnst als Erster. Okay. Erzähl uns bitte, wie hast du Klavier angefangen zu spielen und über deine Schule vielleicht? Also, ich habe eigentlich so mit Klavier angefangen, weil meine Schwester spielt auch Klavier. Mhm. Und deswegen habe ich das sozusagen geerbt. Ja, und ich finde, es ist auch eigentlich ganz schön und macht Spaß. Mhm. Wie lange spielst du schon Klavier? 5,5 Jahren. 5,5, das ist schon richtig lange. Ja. Hattest du einen Lehrer oder mehrere? Ich hatte mehrere. Meine erste Lehrerin hieß Frau O. Mhm. Und ich hatte bei ihr 2 Jahre Unterricht. Mhm. Dann bin ich gewechselt, weil der Hinweg sehr lang war. Mhm. Die Fahrt dauerte irgendwie 1 Stunde. Oh. Deswegen haben wir gewechselt zu Frau Wolf. Aber ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung. Du hast ganz viel schon mit Frau Wolf Erfolg gehabt. Ja. Und ihr habt mit Jonathan spielt Cello, ihr habt schon zusammengespielt letztes Jahr, ganz erfolgreich bei Jugend musiziert. Da liegen deine Urkunden. Erzähl mal, welchen Platz habt ihr bekommen? Wie weit ist ihr ich glaube, wir haben, es hat, glaube ich, sehr Spaß gemacht. Mhm. Und ich glaube, wir haben den 2. Platz mal gekriegt. Landeswettbewerb. Ach so, ja, aber es war noch der Regionalwettbewerb, ja. Also ja. Zum Landeswettbewerb werden nicht alle weitergeleitet, nur die Beste. Ja, und ihr macht jetzt weiter, aber heute seid ihr als Trio dabei bei der Sendung. Mhm. Ja, Ilja ist auch. Erzähl mal, wie ist Ilja zu euch gekommen? Also, wo habt ihr Ilja gefunden? Wir haben uns halt für so einen Kurs angemeldet, Kammermusik. Mhm. Da fahren so 50 Leute nach Heide und machen da Kammermusik. Und da fiel unsere eigentliche Geigerin aus, Luise oder so, Lara. Und sie hatte irgendwas mit der Hand und deswegen ist Ilja dann eingesprungen für uns. Kurz vor der Fahrt wussten wir dann, dass er für uns. Und das war ein glücklicher Zufall wahrscheinlich, ja, für euch alle. Und ich weiß, dass ihr habt auch besonderen Geldpreis bekommen, ja, so für eure Musizieren. Was für ein Preis war das? Walter Stoiber-Preis, glaube ich. Also habt ihr Geld bekommen? Ja. Ja? Ist das das Wichtigste überhaupt, Geld zu bekommen? Nein. Spaß. Nein, aber gibt es noch Wettbewerbe, wo man Geld bekommt? Ja, oder manche Konzerten kann ja, man vielleicht als Taschengeld, kleine Belohnung, ist auch nicht schlecht, nicht ja, wahr? Ja. So lernt man, wie man in der Zukunft richtig Geld bekommt als Musiker. Ne? So, und also deine Familie ist nicht so musikalisch, nur deine Schwester spielt Klavier. Spielst du auch andere Instrumente oder nur Klavier? Ich habe mal in der 2. Klasse Flöte gespielt, aber das mussten wir alle. Und ich glaube, ich konnte das ziemlich gut. Mhm. Welche Schule besuchst du? Gymnasium Hochrath in Othmarschen. Mhm. Und deine Lieblingsfächer sind? Sport, natürlich. Mhm. Kunst, Englisch und Spanisch. Mhm, sehr gut. Jemand spricht von euch auch Spanisch, habe ich gehört. Ilja. Ne? Ich spreche auch Spanisch. Dann könnt ihr ein bisschen Spaß machen mit Jonathan dann. Ja, nur dass es in unserer Schule nicht das Beliebteste ist. Also der Fach wird jetzt gerade nicht so gemocht, weil alles klar, wegen der alles Lehrerin. Klar. So, und sonst deine Hobbys? Fußball spielen natürlich und dann halt Klavier spielen. Und ich mag auch sehr gerne zeichnen und malen. Mhm. Und was möchtest du werden? Früher wollte ich immer Sportler werden, irgendwas mit Sport zu tun. Auch irgendwas mit Musik. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, was ich werden will. Ja, aber du hast noch Zeit. Ja. Eigentlich in unserer Sendung geht um die Musik mehr, weil das heißt Klassik und ihr spielt heute Klassik, ja? Also das Stück von Haydn, also Jungs, unser Trio spielt Zigeuner-Trio von Haydn, 2. Satz. Musik
Jungs, das war ein ganz schweres Stück und ihr habt das wirklich super toll gemeistert. Wer ist der Chef bei euch im Trio? Wer sagt, wir spielen das und das jetzt in diesem Tempo, oder entscheidet der Lehrer immer? Also eigentlich sind wir, wir haben nicht so richtig so den Chef oder so. Mhm. Wir machen das alle so zu dritt. Jonathan, dein Gesichtsausdruck hat mir was anderes gesagt, dass du bist der Chef. Du bist so ernst, spielst so stabil, so bewusst. Ja? Erzähl mal bitte, welche Schule besuchst du, also seit wann spielst du Cello, warum spielst du Cello? Also ich gehe auf Rudolf-Steiner-Schule in den Städten und ich spiele schon seit 7 Jahren Cello. Mhm. Und ich bin auf Cello gekommen, weil ich hatte schon mit 2,5, da, wir kennen einen Geigenbauer, der ist Felix Schleiermacher, da wurde eine Sendung aufgenommen von NDR und da bin ich mit so einem ganz kleinen Cello reinmarschiert, als ich 2,5 war. Naja, und ziemlich früh. Ja, und ich fand das Instrument einfach cool. Mhm. Und ich weiß, mindestens ich, also, dass du richtig musikalische Familie hast. Erzähl bitte über deine Eltern. Also meine Mutter spielt beim Hamburger Stadtoper. Was spielt sie? Bratsche. Mhm. Und ist auch bei den Bayreuther Festspielen. Mhm. Und mein Vater ist Kantor in Blankeneser Kirche. Mhm. Und unterrichtet an der Universität der Künste in Berlin. Ja, das ist sehr ernsthaft. Also und wahrscheinlich dein Cellospiel wird immer, immer scharf kritisiert und auch von anderer Seite gefördert, oder? Gefördert schon, aber ernsthaft kritisiert manchmal. Ja, aber du hast so viele Erfolge. Guck mal, auf dem Tisch liegen so viele Urkunden, sogar alle mit dem ersten Platz. Das heißt, du schaffst wirklich richtig was Tolles mit deinem Cello. Hattest du schon viele Erfolge, ja, so als Cellist. Ja. So, und wir wissen, dass du mit Inan letztes Jahr gespielt hast und jetzt im Trio. Erzähl mal, streitet ihr manchmal? Eigentlich nicht, ne. Also wir verstehen uns alle gut. Ne? Ja. Ja, und wahrscheinlich, dass ihr seid alle drei Jungs, wahrscheinlich Fußballfans. Ja, du bist auch Fußballfan. Welche Mannschaft FC Barcelona. Mhm, sehr schön. So, und hast du andere Hobbys, außer Fußball? Also Cello und Fußball und sonst mache ich in der Freizeit. Also ich zeichne auch manchmal. Mhm. Und ja, was möchtest du werden? Also eigentlich Fußballer, aber das ist ganz schön schwierig zu erreichen. Mhm. Und ich weiß es noch nicht so richtig genau. Ja, das ist ein bisschen schade natürlich, dass so ein toller Cellospieler plötzlich Fußballspieler werden möchte. Aber naja, ich hoffe, du wirst Cello immer in der Hand haben, egal was wirst du. Ihr habt als Cello, als Trio eine Aufgabe bei Jugend musiziert, also 2, 3 unterschiedliche Stücke zu spielen. Und ihr spielt ganz komisches Stück. Ja, also von russischem Komponist Schedrin. Heitere Stücke, sogar 2. Kannst du ein bisschen über den ersten Satz erzählen, was ihr heute nicht spielt, aber das ist ganz, ganz interessante Musik. Was ist da Besonderes? Also, es heißt ja auch Gespräche und da ist halt ganz komische Musik im Ohr. Ist auch mit ganz komischen Techniken. Mhm. Und ist auch schwierig zueinander zu spielen bei dem Stück. Mhm. Und zweiter Satz ist, heißt nach Rossini, also das heißt, das klingt eher wie klassische Musik, ja, nicht moderne Musik. Ja? Aber es sind auch manchmal solche schiefen Töne auch drin und so. Ja, und unsere Jungs, die spielen, also die Jungs spielen jetzt zweiten Satz aus dem Trio von Schedrin. Thank you.
das war technische Leistung, denke ich mir. So viele unterschiedliche technische Details und so. Wie schafft ihr so schnell und trotzdem zusammenzuspielen? Also gibt es Geheimnisse, die ihr habt, so Rezepte? Eigentlich, wenn man sehr viel übt, wird das dann später gewohnt. Liebt ihr euch regelmäßig zu proben? Ja, kann man sagen. Also ja, okay. Wöchentlich? Wöchentlich? Ja. Also, Ilja, du bist die erste Geige in diesem Trio. Ja. Und du hast wirklich sehr schwierige Stimme, habe ich gehört. Ja. Mhm. Und wie schaffst du? Du spielst auch Solo, du hast mir erzählt, bei Jugend musiziert. Und jetzt spielst du im Trio. Wie findest du die Zeit, für zwei Kategorien sich zu vorbereiten? Ja, ich übe sehr viel. Mhm. Und es ist, na klar, voll sehr schwierig, weil ich noch andere Sachen zu tun habe. Mhm. Und über deine Hobbys haben wir vor einem Jahr schon gesprochen. Du hast ganz, ganz viel noch im Leben, was du machst. Erzähl uns bitte deine Hobbys. Ich bin im Theater. Mhm. Ich bin auch mit Russisch und Literatur. Mhm. Und ich gehe auch zum Malkurs und Musik und auch noch zu Rudern. Also jetzt ist es ein bisschen anders. Ja. Gibt es noch etwas Neues, was mit dir passierte vielleicht in diesem Jahr, was du uns gerne erzählen möchtest? Ja, also ich habe einen Hund bekommen. Mhm. Also mein Bruder hat ihn sozusagen gekauft. Das ist ja toll. Und, du trägst jetzt die Brille. Sehr ja, ich trage jetzt ja, auch siehst du sehr ernst. Ja, das sagen auch sehr viele. Mhm. Außerdem bin ich in der Schule auch noch besser geworden. Mhm. Also, weil ich früher ein bisschen, ich war so ein bisschen Mittel, ja, genau. Und du hast großen Erfolg bei Jugendmusizier 2018 gehabt, ja? Ja. Also erzähl ich mal. War beim Jugendmusiziert war ich im Landeswettbewerb der erste Landeswettbewerb der erste Platz. Ja. Das ist tolle Leistung. Und sag mal, dafür wart ihr, also diese Kinder, die ersten Preis bekommen haben, belohnt. Ja, was Besonderes hattest du nach dem Wettbewerb? Du wurdest eingeladen. Wohin? Ach, nach dem Jugendmusiziert. Nach dem Jugendmusiziert. Als Preisträger. Ach, wir sind zum Rathaus, ne? Ach, ja, stimmt. Wegen Jugendmusiziert bin ich zum Rathaus gegangen und da gab es eine Ehrung. Mhm. Ja, weil ich den ersten Platz bekommen habe. Mhm. Ja. Ja, das war wahrscheinlich eine große Ehre für euch und sehr interessant zu erleben. Ich wünsche euch auch, Kinder, viel Erfolg bei Jugendmusiziert 2019. Natürlich viel Spaß beim Auftritt haben und wirklich die beste Leistung, die besten Resultate erzielen und erste Preise bekommen. Also, Joni, du spielst auch Solo bei Jugendmusiziert. Und ja, du findest auch die Zeit, viel Zeit für dein Programm. Ja. So, ich wollte noch fragen, also du spielst Geige und das ist wahrscheinlich kein Zufall. In deiner Familie gibt es noch jemand, der Geige spielt. Ah ja, ich habe meinen Opa, der spielt schon sehr länger Geige. Mhm. Und der ist auch sehr bekannt in Moldawien, also Rumänien. Mhm. Und der war auch in mehreren so Fernsehshows auch. Mhm. Und aber jetzt spielt er nur so bei Hochzeiten oder so. Ja. Aber er hat auch noch sehr viele Konzerte und so etwas. Und er wird wahrscheinlich sich freuen, dich auch im Fernsehen zu sehen. Mhm. So, sogar andere auch Verwandten. Und sag mal, hast du sofort mit der Geige angefangen oder hast du andere Instrumente auch ausprobiert? Am Anfang, das war noch im Kindergarten, da habe ich Flöte gespielt und ich war so von den, wir hatten vier. Das waren vier Leute. Mhm. Da war ich der Beste, sozusagen. Hat, also das hat mir mein Lehrer gesagt. Aber dann hatte sie irgendwie keine Zeit für mich, leider. Und dann musste ich damit leider aufhören. Mhm. Sonst würde ich vielleicht jetzt Flöte spielen. Mhm. Und dann habe ich mir einfach durch Zufall gedacht, warum spiele ich nicht
Geige. Und dann meinten meine Eltern, ja, warum nicht? Ja, weil du so ein tolles Vorbild als dein Opa hattest, ne? Wahrscheinlich. Ja. Das hat genetisch auch weitergeleitet. Also, Jungs, jetzt habe ich Frage an euch als Trio. Was mag ihr am besten, schnell spielen oder langsam spielen? Joni? Also, schnell spielen macht manchmal mehr Spaß, aber es ist, glaube ich, im Trio. Also, ich weiß. Also mir macht Schnellspielen ein bisschen mehr Spaß. Mhm. Bei dir, Ina? Bei mir ist es eigentlich, glaube ich, gleich. Also Schnellspielen macht schon Spaß, aber man muss halt auch schon viel mehr üben, glaube ich. Ja. Also Fingertechnik. Bei dir, Ilja? Schnell oder langsam? Bei mir ist mehr schnell, aber das heißt nicht, dass ich langsam auch nicht mag. Ja. Also, aber das ist halt ein bisschen komplizierter. Ja, ich habe das bemerkt, dass ihr richtig Spaß bekommt, wenn ihr schnelle Stücke spielt. Deswegen bei unserer Sendung, wir haben mehr schnelle Stücke und ihr spielt gleich dann Finale aus der Zigeuner-Trio von Haydn. Und ich möchte an dieser Stelle mich verabschieden, weil wir haben nicht so viel Zeit übrig, aber für tolle klassische Musik haben wir immer Zeit. Vielen Dank für tolles Gespräch und wir hören jetzt die Musik von Haydn.